Ich grüße euch herzlich wieder. Herzlich willkommen heute zu meiner Monatsvorschau und ich begrüße euch mit meinem Malakai-Artwork. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich habe mehrere so eine Artworks erstellt. Die werde ich euch hier alle mal zeigen. Die habe ich dann auch selber gemacht. Beziehungsweise ich habe sie selber verändert, weil die richtigen Artworks, also die richtigen Bilder, die sind ja von Creative Assembly. Aber ich habe sie eben halt verändert. Und ja, ich habe ganz viel geplant. Auf Tones of Decay und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Das kann man jetzt allerdings nicht so gut lesen. Da nehmen wir jetzt erstmal den Tamukan. Den habe ich auch ein bisschen verändert. Tones of Decay, Tamukan. Ich hatte ja in meinen Livestreams bisher immer erwähnt, dass ich Nurgle spielen werde, Singleplayer. Entweder den Epidemus oder den Tamukan und der Epidemus, der scheint mir jetzt nicht so ganz spannend zu sein. Und deswegen habe ich mich jetzt eher für den Tamukan entschieden. Der scheint mir deutlich spannender und zwar spiele ich auf der Immortal Empires Kampagnenkarte. Na, also diese Kampagne, die werde ich auf jeden Fall beginnen am Release-Tag. Und als zweites haben wir dann noch eine Imperiums-Kampagne geplant. Das ist übrigens keine Koop-Kampagne, also nicht richtig. Ja, ich habe da jetzt hingeschrieben erstmal Multiplayer-Kampagnenkarte. Multiplayer-Kampagne. Wir spielen auf der Immortal Empires Kampagnenkarte. Und der Meister Micha, der nimmt den Balthasar Geld, kommt dann später wieder rüber nach, beziehungsweise zum Imperium und ich nehme die Elspeth von Draken. Und wir werden zusammen um den Imperatortitel streiten. Was mit Karl Franz passieren wird, das werden wir in dieser Kampagne sehen. Ich denke mal, einer von uns wird ihn wohl konföderieren. Und ja, das Imperium braucht dann einen neuen Imperator. Und wir werden uns aber nicht von Anfang an fetzen, sondern wir werden halt erstmal das Imperium sichern, ja erstmal die ganzen Endgame-Szenarien später abwehren. Und dann, wenn das Ganze rum ist, dann treffen wir uns auf irgendeinem Ort auf der Kampagnenkarte zu einer großen Schlacht. Und der Sieger dieser großen Schlacht, der wird dann der neue Imperator. Ja, so zumindest unsere Idee. Vielleicht finden wir auch noch einen weiteren Mitspieler. Ja, zu dritt oder zu viert wäre das natürlich auch schön. Da frage ich nochmal rum. Und ja, das ist so unsere Idee für eine Imperiumskampagne. Ja, also keine klassische Koop-Kampagne. Am Anfang schon, aber wir wollen ja, also jeder von uns will ja selber eigenständiger Imperator werden. So. Dann habe ich noch geplant, eine Tones of Decay Zwergenkampagne. Da werde ich dann den Malakai spielen. Wobei ich könnte auch eventuell den Ungrim Eisenfrau spielen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt hier allerdings hingeschrieben, Tones of Decay, ne? Also ich hätte da auch mal Lust, die Reiche des Chaos-Kampagnenkarte zu spielen. Da geht allerdings der Ungrim Eisenfaust nicht. Und zweimal Zwerge-Kampagne hintereinander habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ich sage jetzt einfach mal. Ich werde den Tamukan beenden und danach werdet ihr sehen. Entweder spiele ich dann den Ungrim Eisenfaust auf der Immortal Empires Kampagnenkarte oder ich spiele den Malakai mal auf der Reiche des Chaos Kampagnenkarte. Ja, eines von beiden wird wohl passieren. Und ja, das sind so meine Pläne für Tones of Decay. Ich freue mich riesig drauf. Es wird auch noch ein Update geben zu meiner Mod-Kollektion und zwar werde ich die erweitern, aber ich werde sie jetzt nicht ganz so krass erweitern. Ich werde sie vielleicht mit zwei oder drei Fraktionen erweitern. Ihr wisst ja, Total War Warhammer 3 ist nicht immer so im technischen optimalen Zustand. Ich habe da immer so ein bisschen Sorge, dass ich mir das alles zerschieße. Was ich auf jeden Fall mit reintun möchte, ist die Araby-Fraktion und die Champions of Undeath, also diese Blutritter. Na, die haben mir sehr gut gefallen, die beiden Fraktionen, und die werde ich auf jeden Fall mit reintun. Und dann kommt eventuell noch eine dritte Fraktion mit rein. Dann bin ich auf ein Game gestoßen, und zwar Ghost of Tsushima. Und das habe ich jetzt aber komisch ausgesprochen. Ghost of Tsushima, so. Kostet allerdings 60 Euro. Ich weiß nicht, ob ich da persönlich Bock drauf habe. Kommt am 16. Mai raus. 60 Euro ist wieder sehr viel Geld. Also ich kann mich da noch nicht festlegen. Und wenn ich da mich noch nicht festlegen kann, ob ich das spielen werde, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen.
Ich würde mal sagen, ihr werdet es sehen. Ich habe ja gerade erst so ein ähnliches Spiel durchgespielt, und zwar Dragon's Dogma 2. Das ist übrigens durch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Leider war das Ende ein bisschen merkwürdig. Aber okay, ich habe es durch. Und ja, Ghost of Tsushima, wie gesagt, kann ich mich jetzt noch nicht festlegen. Werdet ihr sehen. Ja. Dann 40k Darktide Multiplayer habe ich auch mal wieder Bock drauf. Da hatten wir das neue Update übrigens auch gestreamt. Das war allerdings ein bisschen krass auf einigen Levels. Also es gibt da so dieses neue Giftgas-Dilemma-Event in den Levels. Und es gibt auch einen neuen Gegner, der spreadet auch sehr viel von diesem Giftgas. Das Problem war allerdings, dass dieser Giftgas-Effekt die FPS gekillt hat. So war zum Beispiel bei mir nur noch 29 FPS oder 23 FPS, weiß ich nicht mehr, nachdem dieser Giftgas über das Level kam. Und für die, die es nicht wissen, ich spiele mit einer RTX 4090. Ja, also und da lief alles vorher reibungslos. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht weiter gestreamt, weil ich denke, da müssen erstmal ein paar Bugfixes ran, ja. Und dann kann man mal wieder reinschauen. Ja, ich hoffe, sie testen ihre Updates demnächst etwas besser. So, Vermintide 2 Versus Modus, da warte ich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit wieder drauf, dass der mal wieder rauskommt. Aber im Moment ist da irgendwie Stille. Das Letzte, was ich da mitbekommen habe, ist, dass es bald wieder eine Ankündigung dazu geben soll, wann der starten wird. Und dass man die Bosse spielbar machen wird. Ja, also die Chaosbrut, Rattenoger und so weiter. Die wird man spielen können. Lore-Video. Kommt hier auch ein neues demnächst wieder raus. Und im Mai kommt dann auch noch mal extra noch ein Lore-Video raus. Ich möchte jetzt aber dazu nicht zu viel verraten. Ich möchte nicht spoilern. Mein nächstes Lore-Video, das hat allerdings auch etwas mit Thrones of Decay zu tun. So, und für Community-Abende bin ich immer offen. Ja. Wenn jetzt meine Community mit mir etwas zocken möchte, wie zum Beispiel neulich Vossander mal wieder, dann kann auch sowas mal natürlich live vorkommen. So, und jetzt noch zwei andere Themen. Wobei, wir können die Espers hier nochmal reintun, ne? Ja. Da habe ich unten übrigens hingeschrieben wie Space Horse, aber das habe ich bei einigen vergessen, das bei meinen Artworks hinzuschreiben. Ja, manchmal vergesse ich das, manchmal nicht. Aber okay, ist ja auch egal. So, noch zwei Sachen, die habe ich hier noch aufgeschrieben, und zwar TikTok. Ich bin jetzt auch bei TikTok. Zeige ich hier einmal kurz. Ich habe dann noch nicht viel gemacht. Ich habe da jetzt gerade erst angefangen. Ich habe gesehen, einige Warhammer Creator sind dort auch vertreten und auch Fatshark Games. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung oder unten in den Kommentaren. Und das nächste Thema ist Manor Lords, wo ich mich jetzt doch dagegen entschieden hatte. Ich hatte hier vorher eine Umfrage gemacht, ob ihr euch dafür interessiert. Die Mehrheit war dafür. Ich habe es mir dann, ob ich mir jetzt angeschaut, wo war das? Bei Maurice Weber habe ich mir jetzt angeschaut und bei noch irgendeinem kleineren auf Twitch. Und ich hatte mich dann doch dagegen entschieden, weil es ist halt hauptsächlich Aufbauen und es hat halt nicht viel mit Gemetzel zu tun. Ich hatte da vorher ein bisschen falschen Eindruck. Ja, es ist ja kein Total War-Spiel, ja. Es ist ja, wie soll man das nennen? Es ist halt ein Aufbauspiel, sowas ähnliches wie Anno ist es halt. Ja, und kurz vor Release habe ich dann doch hin und her gewankt, ja, nein, ja, nein. Und ich bin einer, der dann natürlich auch mit dem Herzen dabei ist. Und das hätte ich jetzt hier nicht sein können. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weil ich einfach, ja, für mein Empfinden war da einfach zu wenig Gemetzel, beziehungsweise da ist zu wenig Gemetzel. Ja, das ist halt eher Aufbauen. Ja, es gibt da Truppen und es gibt auch Söldner und es gibt Banditen, die man vertreiben muss und so weiter. Das gibt es alles. Aber das ist alles eher im kleinen Umfang. Das ist nicht der, das ist der Hauptbestandteil des Spiels. Ich würde ja sagen, das ist der zweite Part des Spiels. Na, man muss sich ja erstmal aufbauen. Und deswegen habe ich mich letzten Endes dagegen entschieden. Gut. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja Thrones of Decay.
Ich freue mich riesig drauf. Und ich werde dann auch noch mal ein Video machen zum nächsten DLC. Da gibt es viele Spekulationen. Bleibt einfach hier auf meinem Kanal auf dem Laufenden. Hinterlasst auch gerne ein Abo und ein Like und besucht mich auch gerne auf TikTok. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.